Dennoch kann ich mich nur verachtend gegenüber dem ausdrücken, was du teilweise da vom Stapel gelassen hast. Wenn ihr einen Monat Kniebeuge trainiert, wächst euer Bizeps mehr, als wenn ihr einen Monat den Bizeps trainiert. Auch keine feine Art und vor allem auch keine besonders intelligente. Tja, wenn der Muskel in der Theorie wächst, dann sieht man sowas wie er. Ganz hypothetisch, und hier kommen wir schon zu purem Blödsinn. Und das könnt ihr selbst erahnen. Online-Trainer. Außerdem haben all diese Leute, Markus Rühl und Co., die seit 20 bis 30 Jahren trainieren, auch alles probiert. Die haben genauso angefangen wie ihr. Die haben Ganzkörper trainiert. Die haben alles gemacht, was es da draußen gibt. Zweiersplits, Dreiersplits, Vierersplits, Fünfersplits. Und wobei sind sie dann geblieben? Kennt ihr einen von den dicken Burschen, von den richtigen Brechern, der Ganzkörpertraining macht? Zeigt mir den doch mal. Und deswegen bin ich in jeder Diskussion grundsätzlich überlegen und habe recht. Hallo, hier ist wieder euer Gotti und ich bin immer noch gut aufgelegt. Dies ist ein Thema, bei dem man sich mal wieder so richtig austoben kann, vor allem wenn man real sein möchte, und das ist ja in auf YouTube. Aber es ist auch ein leidliches Thema. Deswegen habe ich mir einen kleinen Cognac bereitgestellt. Ihr kennt meinen Cognac. Heute geht es um, wie heißt der Fuzzi eigentlich nochmal? Robin RS Fit Athletes. Er hat ein Fitnessvideo gebracht auf einem relativ frischen Kanal. Und nur schon mal an alle da draußen, die schon wieder direkt von Anfang an haten wollen, weil sie glauben, dass ich einfach nur hate. Schaut euch andere Videos auf diesem Kanal an und trotzdem darf ich ja wohl mal ab und zu mich vor allem für euch und meine Community auslassen über Dinge, die da draußen kursieren. Ist also nicht, dass ich mich an den Erfolg von jemandem aufhängen möchte, wer das immer noch glaubt. Da ist der De-Abonnieren-Button, drückt ihn einfach. Dann müsst ihr euch diesen Content auch nicht mehr reinziehen. Also, heute geht es um, das ist der Grund, warum du immer Ganzkörpertraining machen solltest. Krass! Dazu werde ich heute mal ein bisschen was sagen und ihr könnt euch schon vorstellen, welche Richtung es geht, vor allem nach diesem netten Prolog. Allerdings, auch hier nochmal ein kleiner zweiter Prolog. Wenn ich mich gegen solche Videos auslasse, dann geht das nicht darum, dass ich grundsätzlich gegen Ganzkörpertraining bin. Das seht ihr auch auf dem Kanal hier. Es gibt Videos mit Trainingsplänen zum Ganzkörpertraining und auch meinen Empfehlungen für die Leute, bei denen es auch wirklich zutreffen würde. Hier gibt es allerdings einiges an Bullshit in diesem Video. Jetzt möchte ich nicht auch zu jedem Video von den kleinsten YouTubern da draußen, ich weiß, dass ich dazu gehöre, hat nichts also damit zu tun, von jedem kleinsten YouTuber, wie der da draußen irgendwie korrigieren muss. Dann würde ich eine ganze Menge Videos machen. Das hier ist vor allem ein Stellvertreterbeispiel. Damit möchte ich euch zeigen, wie ihr, ohne dass ihr Trainerlizenzen braucht und ohne dass ihr großartig Ahnung haben müsst, endlich selbst sowas mal beurteilen könnt, beziehungsweise wie ihr das grundsätzlich machen könnt. Denn oft schwebt ja so ein bisschen die Verzweiflung, gerade bei den Zuschauern da draußen, im Kopf herum. Wen soll ich denn jetzt glauben? Da ist der eine, der hat Ahnung und der sagt das und der nächste sagt wieder was anderes. Doch, man kommt bei den meisten Sachen auch selbst dahinter. Und genau das möchte ich euch heute hier mal zeigen. Meine Gedanken werde ich freien Lauf lassen. Insofern, Robin, falls du es jemals sehen solltest, es ist gar nicht so böse gemeint. Dennoch, ja, sarkastisch, zynisch, satirisch. Auf die Art bin ich hier real, denn das sind meine echten Gedanken, aber sie sind nicht tatsächlich beleidigend. Dennoch kann ich mich nur verachtend gegenüber dem ausdrücken, was du teilweise da vom Stapel gelassen hast. Und jetzt schauen wir mal zusammen rein. Ich versuche es mal so straff wie möglich zu machen, dass es nicht so ein reines React-Video wird. Denn es gibt eine ganze Menge Sachen, die hier geklärt werden müssen. Eigentlich hatte ich vor, euch irgendwas über neuroendokrine Rückkopplungsmechanismen, Enzyme und Aminokaskaden zu erzählen. Aber da bei den Wörtern, glaube ich, eh schon 100% der Leute abschalten würden, erkläre ich euch einfach nur, warum man Ganzkörpertraining machen sollte und kein Split-Training als naturaler Sportler und versucht es sehr einfach zu erklären mit Metaphern. Frage natürlich, warum erwähnt er hier, was er eigentlich gerne hätte gemacht, aber dass die meisten dabei abschalten würden? Ist das ein erster Hinweis darauf, dass er zeigen möchte, ich habe besonders viel Ahnung, ich kann diese Wörter, ich kenne sie alle, aber das ist zu viel für die Leute da draußen? Nun ja, wollen wir mal nicht so fies sein. Ich binde meine Freundin ein, die foodet gerade nebenbei und sieht ein bisschen irritiert aus, die weiß noch gar nicht, dass sie mitmachen soll. Die foodet gerade. Macht sie aber und die sagt, bist du nicht. Jungs, macht ihr auch mit? Hä? Ich habe euch zwar nicht gesagt, dass ihr mitmachen sollt, aber ihr seid doch eigentlich immer bereit und sitzt eh sowieso auf der Couch, oder? Klar, ja! Cool. Erstmal dazu, wie komme ich überhaupt dazu, Fitness zu machen, also jetzt ein Video darüber und darüber aufzuklären. Es gibt ja schon 5 Millionen andere Fitness-Influencer. Das größte Problem hierbei ist der hier.
der Halo-Effekt oder der Heiligenschein-Effekt. Das größte Problem dabei bei den ganzen 5 Millionen anderen Fitness-YouTubern ist der Halo-Effekt. Das größte Problem. Schauen wir mal. Kommt mehr so aus der psychologischen Komponente und bedeutet so viel, dass wir Menschen danach beurteilen oder ihre Kompetenzen danach beurteilen, wie sie aussehen. Zum Beispiel, wenn ein Ernährungsberater vor uns sitzt und der ist richtig dick, dann glauben wir dem eigentlich nichts, was der sagt. Und das Gleiche ist hier mit einer Fitnessszene. Genauso, gerade ganz schlimm auf YouTube, hier rennen so viele Leute rum, die haben halt ein Sixpack, die haben einen 45er Bizeps oder was nicht alles. Und man glaubt denen einfach, was die erzählen, weil die einfach gut aussehen. Und da fehlt in der Regel aber auch die Fachkompetenz. Ich gehöre zu den traurigen Teil, also den traurigen 1% hier auf YouTube, die auch wirklich das studiert haben, was sie jetzt hier auch eigentlich erzählen. Ich binde euch auch noch ein paar Lizenzen so ein, die ich so in den letzten Jahren erworben habe. Das ist interessant. Ich meine, es ist kein feiner Auftakt, ne? Weil wir alle wissen, dass ihr nicht ganz Unrecht damit habt und ich mich da auch oftmals darüber beschwert habe. Richtige Personal Trainer gibt es nicht, hat man eine Followerschaft, kann man automatisch Personal Trainer mit reinschreiben. Das machen auch sehr viele auf Instagram, kaum sehen sie irgendwie aus, haben einen Knackhintern oder sonst irgendwas, ist es ein Personal Trainer, weil sie mal ein paar Geräte benutzt haben oder weil sie mal irgendwie einen Fitnessstudio-Ausweis ergattern konnten. Dennoch muss ich sagen, kommt es euch jetzt nicht auch ein wenig eklig vor, wie das Ganze hier stattfindet? Erstmal klar machen, da draußen sind 5 Millionen YouTuber, aber ich habe das Ganze studiert. Dann macht er natürlich klar, weil die erste Beschwerde war wahrscheinlich, wie sieht er denn wieder aus? Der wird direkt gerüllt, das ist ja nur ein Lauch. Nee, ich habe das Ganze studiert. Ich blende mal nebenbei so ein paar Sachen ein und man sieht, dass der halbe Bildschirm voll mit seinen Lizenzen ist. Und also rein von der Rhetorik würde ich hier abschalten. Das ist für mich eine Sache, selbst wenn da ein Teil immer von richtig ist und wir werden sicherlich ihm die Chance geben und weiter zuhören, ist es keine feine Art, das hier so zu machen. Man wird schon beweisen können, was man drauf hat in der Theorie. Ich kann mich auch nicht mit Kevin Volta messen, aber wer diesen Kanal einschaltet, der wird irgendwann merken, oh, der hat ganz nette Tipps drauf. Manche vielleicht besser als die von Kevin Volta, vielleicht andere nicht. Dazu muss ich aber nicht erstmal erklären, hier der Kevin, der hat zwar so einen Oberarm, ich habe aber diese Lizenz dafür. Es ist schon ein wenig seltsam. Auf den Halo-Effekt kommen wir gleich zu sprechen, denn da geht er noch ein bisschen näher drauf ein. Im Gegensatz zu den meisten anderen habe ich nicht nur die Theorie auch wirklich studiert, sondern auch in der Praxis halt umgesetzt. Aktuell betreue ich über 7000 Athleten weltweit und das versuche ich jetzt... 7000 Athleten weltweit? Der Junge ist 24 Jahre alt. Wenn der 7000 Athleten weltweit schon trainiert hat, kann das nur bedeuten, dass er es wahrscheinlich online gemacht hat, oder? Ein Online-Coach. Ich muss sagen, finde ich, ist auch bereits schon... nicht das gleiche unbedingt wie ein Real Coach. Aber gut, das ist nur so etwas, was mir nebenbei auffällt. Ich darf ja mal laut denken. Und das versuche ich jetzt euch irgendwie so ein bisschen zu vermitteln, wie das wirklich aussieht im Gegensatz zu dem, was hier immer auf YouTube rumgeht. Vermittel mal, wie es wirklich aussieht. Den Halo-Effekt kann man sich ganz einfach begreiflich erklären, indem ihr euch immer vorstellt, ihr geht in die Bank. Und da habt ihr einmal diesen Typen mit Hawaii-Hemd, mit Flipflops und sonstiges. Und daneben steht der Typ mit einem schicken Anzug, Krawatte und alles und ihr wollt einen Kreditantrag machen und zu welchen der beiden Personen geht ihr logischerweise? Schatz, zu welchem willst du gehen? Zu dem mit dem Anzug. Einfach nur, weil wir aufgrund seines Aussehens halt glauben, dass er mehr Kompetenz hat als der Typ mit den Flipflops. Obwohl der vielleicht Investment-Guru schlechthin ist und einfach euch die besten Subventionspläne erstellen könnte. Ja, okay. Vielleicht. Nun ja, jetzt reden wir mal kurz über den Halo-Effekt. Zunächst einmal, es ist falsch. Das ist nicht so ganz der Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist eine Übertragung von positiven Eigenschaften zum Beispiel. Ist mir also jemand sympathisch und ich sage, ach, dann ist er auch ein guter Trainer, dann wäre das der Halo-Effekt. Oder ist jemand gut im Basketball und dann sage ich, dann ist er sicherlich auch generell sehr gesund, dann ist das ein Halo-Effekt. Nicht aber unbedingt bei einem Proof of Concept, nicht unbedingt bei Indizienlast. Würde ich zum Beispiel sagen, da ist ein Architekt und der hat ein tolles Haus gebaut. Ungefähr vergleichbar wie ein Bodybuilder, der zumindest schon mal seinen Körper gebildet hat. Und man sieht, es hat ja schon mal in der Praxis irgendwie funktioniert. Und dann hat er ein richtig tolles Haus gebaut. Und dann ist da ein anderer, der hat das Haus nicht gebaut und der kann keine praktischen Häuser vorweisen, hat allerdings ganz viel Diplom und Lizenzen. Zu wem würde man dann gehen? Schatz. Zu wem würdest du gehen und dein Haus bauen lassen? Ja, von dem mit dem größeren Bizeps. Ja. Würde ich auch sagen.
Zum anderen, auch wenn das der Halo-Effekt genannt wird, dann ist das erstmal neutral. Das heißt nicht, dass jeder Halo-Effekt auch schlecht ist. Denn er gibt immerhin auch ein Indiz mit. Der eine mit dem Anzug, auch bei seinem Beispiel bleibend, der würde zumindest schon mal zeigen, ich gehe auf den Kunden ein. Der andere nicht. Natürlich kann es sein, dass der mit dem Hawaii-Hemd besser ist. Aber da haben wir genauso wenig Indizienlast wie für den Anzugträger. Das heißt, jenseits von dem Anzug, das zumindest eine Richtung vorgibt, als dem, der alles scheißegal ist und der mit Flipflops rumrennt, wissen wir nichts über beide. Das heißt, auch da, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, geht man eher auf den mit Anzug. Er meint es ja jetzt kompensatorisch. Der mit dem Hawaii-Hemd müsste ganz viel Wissen vorweisen können oder Praxiserfahrung haben oder sonst was. Wissen wir aber erstmal nicht bei der Bank. Das heißt, es wäre auch der Umkehrschluss falsch, direkt zu dem mit dem Hawaii-Hemd zu gehen, nur weil wir denken, ja, der andere wendet ja den Halo-Effekt an. Der Halo-Effekt ist außerdem so etwas, das könnt ihr vergleichen wie mit Vorurteilen. Vorurteile sind erstmal sehr negativ behaftet bei uns. Aber Vorurteile kämen nicht dann zustande, wenn nicht ein Großteil Wahrheit immer dahinter ist. Das heißt, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, dann ist das quasi unsere Empirie, empirische Daten, die wir sammeln. Und wenn 5 von 6 Mal etwas geschehen ist, dann, laut Wahrscheinlichkeitsrechnung, ist es sehr wahrscheinlich, dass beim 7. Mal wieder das eintritt, was schon 5 Mal, also zum Großteil, passiert ist. Das kann aber auch ein Vorteil sein, wenn wir beurteilen, das, was geschieht, das Ereignis, das eintrifft, bevor wir wissen, dass es eintrifft. Das ist hinter Vorurteilen. Das heißt, wenn ihr 5 Mal nachts von jemandem zusammengeschlagen wurde, der eine Glatze hat, eine Bomberjacke trägt und Springerstiefel, und beim 6. Mal begegnet ihr ihn wieder, dann seid ihr leider, zwar auch wenn es ein Vorurteil ist, ziemlich dumm, wenn ihr nicht die Straßenseite wechselt. Und deswegen, an Vorurteilen ist oft irgendetwas dran, denn sonst wären sie gar nicht erst entstanden. Das ist reine Logik, sonst gäbe es das nicht. Das ist ja nicht random, dass das aus der Luft gegriffen wird. Nun ja. Deswegen, ein Halo-Effekt muss nicht unbedingt auch etwas Negatives sein. Da kann auch immer ein Stück Wahrheit dran sein. Und das wirklich Interessante ist, dass er genau das macht. Er nutzt hier einen solchen Halo-Effekt, wie er ihn deklariert. Was macht er? Er sagt, hier, ich habe diese ganzen Diplome, ich blende die jetzt mal ganz nebenbei ein. Und man soll von diesem Diplom und diesem theoretischen Wissen, was wir jetzt auch nicht auf Anhieb überprüfen können, aber glauben wir es mal, sollen wir darauf schließen können, dass sein Tipp, der in diesem Video erfolgt, zum Muskelaufbau besser ist als der von den anderen YouTubern. Das ist ein Halo-Effekt, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob der nicht völlig schlecht ist in dem, alles vergessen hat oder ob das auch wirklich, ja, das Gelernte, was er hat, umzusetzen ist oder ob er das in diesem Video dann auch wirklich präsentiert. Das wissen wir nicht. Das ist genauso ein Indiz wie einer, der schon mal einen Körper aufgebaut hat oder ein Architekt, der schon mal ein Haus aufgebaut hat. Das heißt, eigentlich ist hier der Widerspruch, er nutzt gerade den Halo-Effekt aus, nach seiner Interpretation des Halo-Effekts, und versucht damit, euch zu überzeugen mit dieser Masche. Auch keine feine Art und vor allem auch keine besonders intelligente. Außerdem wissen wir, nur weil jemand etwas gelernt hat, heißt es noch lange nicht, dass er es auch A umsetzen kann und B auch wirklich immer noch weiß. Und man weiß auch nicht unbedingt, was er da alles gelernt hat. Das heißt, wer von euch, die mal Abitur irgendwann gemacht haben, kann sich eigentlich noch an alle Themen aus dem Abitur erinnern und könnte das jetzt genauso machen. Müsst ihr euch nicht erst wieder einlesen? Nur mal ein kleiner Hinweis, ich will jetzt nicht auf alles rumreiten hier, aber leider sagt ein Diplom auch nicht viel darüber aus. Genauso wenig wie auf der Gegenseite die Ausprägung eines starken Körpers viel aussagt. Vielleicht hat er einfach nur Anabolika genommen, vielleicht hat er eine gute Genetik und sieht eigentlich hat nur das halbe Potenzial genutzt von dem, was er hat, sieht aber trotzdem krass aus. Das weiß man alles nicht. Aber genauso wenig weiß man, wenn jemand das Diplom gemacht hat, ob er auch wirklich dazu fähig ist, zu trainieren und aktuell wirklich das Bodybuilding-Wissen hat. Zumal das auch so ein breit gefächertes Thema ist, das sind alles Diplome, so wie ich das sehe, die vor allem aus dem Sport und aus einem sehr spezifischen Bereich kommen. Aber hat er schon mal hardcore jemanden nicht im Sportbereich, sondern rein im Bodybuilding trainiert, von seinen 7000 Athleten, weiß man auch nicht. Aber hören wir nun mal weiter rein. Klick! Gesagt, 2 Arten, wie wir Muskeln aufbauen können. Der erste ist die lokale Zerstörung. Also stell dir vor, du hast einen Mucki, also diese Hände sollen jetzt den Mucki darstellen, und du machst jetzt Krafttraining. Sagen wir mal, du machst eine Kniebeuge oder einen Curl. Und dabei erzeugst du so viel physischen Stress, dass der Muskel auseinanderreißt. Und dann haben wir hier eine Lücke. Also hier. Diese Lücke muss jetzt irgendwie geschlossen werden. Könnt ihr euch vorstellen wie ein Kratzer oder ein Loch in der Haut. Da kommt Schorf drauf, das regeneriert, Entzündungsfaktoren. Die berühmten Aminokaskaden setzen ein, es regeneriert und dann habt ihr wieder neue Haut. Berühmt. Das funktioniert mit dem Muskel ebenfalls. Der wächst dann wieder zu und die Lücke, die dann aufgebaut wurde sozusagen,
die ist dann der Muskel theoretisch gewachsen in der Theorie. Sprich, ihr reißt Muskel auseinander und die Lücke wird aufgefüllt und dann ist der Muskel... Tja, wenn der Muskel in der Theorie wächst, dann sieht man so aus wie er. Zerstörung und Regeneration. Der eigentliche Vorgang ist ein bisschen komplexer, aber das ist relativ greifbar so. Und mit diesem Grundgedanken wird am meisten all dies sozusagen geworben in der Fitnessindustrie. Sprich, du machst Bizeps-Training, dadurch geht er kaputt und wächst. Darum musst du Bizeps trainieren, Trizeps trainieren, du musst Schulter trainieren, du musst Bauch trainieren, du musst Po trainieren, du musst Rücken trainieren, du musst Beine trainieren. Und das alles für jede Muskelgruppe 5-6 verschiedene Mal mit 1000 Übungen in jedem verschiedenen Winkel. Und jeder Typ, der sich da wirklich ein bisschen Ahnung von hat, denkt sich, seid ihr bekloppt oder sonstiges. Der eigentliche Effekt, wie Muskelaufbau tatsächlich viel effektiver funktioniert, ist der... Nein, denkt sich nicht jeder. Obwohl, wenn man seine Übertreibungen wortwörtlich nimmt, natürlich nicht mit tausenden von Übungen und so weiter. Aber angenommen, es wäre wirklich so, seid ihr denn bekloppt? Ihr habt schon öfters von mir in Videos gehört. Und was spricht da in der Realität direkt gegen? Wie haben die denn dann die Muskeln aufgebaut? Die haben es ja genauso gemacht. Aber wenn man jetzt sagen würde, die sind total bekloppt, hieß das ja, die haben alle gar nicht den Körper aufgebaut. Haben sie aber doch. Also diese Theorie scheint nicht ganz falsch zu sein. Und es gibt auch Leute, die haben ohne Stoff was aufgebaut. Genau nach dem, was er da so bekloppt nennt. Wie bekloppt ist es dann? Wäre ich jetzt wesentlich krasser? Keine Ahnung, hören wir es uns mal weiter an. Dazu machen wir mal eine kleine Metapher, die eigentlich relativ einfach zu erklären ist, so wie mein Dozent es mir damals erklärt hat. Schatz, das musst du immer mitmachen. Und jetzt zwar, kommt Schatz, stell dir vor, du hast eine Firma. Ein ja? Du bist hier der Chef, der Big Boss. Aufgepasst, Schatz, 600 Mitarbeiter. Ja! Ja. Soll ein Kreis sein. Ja. Und jetzt stell dir vor, eine Abteilung davon, sagen wir mal 3%, kommen jetzt zu dir an und sagen, ey, Chef, wir wollen eine Gehaltserhöhung. Und wenn uns keine Gehaltserhöhung gibt, dann kündigen wir alle. Wie hoch ist jetzt die Druckkraft, also wie viel Kraft haben die wirklich, um das zu erwürgen bei dir? Diese kleinen 3% von der Firma. Nicht so viel. Nicht so viel, ne? Genau. Wir gehen mal davon aus, dass du ein guter Chef bist. Ja, du bist ja ein guter Chef, du bist ja eine liebe Persönlichkeit und du sagst jetzt, okay, die können wir jetzt nicht einfach rausfeuern, weil die haben jetzt irgendwann mal, das sind unsere Vertriebler, die sind wichtig. Wir geben denen mal eine Gehaltserhöhung und sagen wir mal, wir geben denen 10 Euro pro Stunde mehr. Damit aber die restlichen 97% nicht ankommen und jetzt sagen, oh fuck, die haben eine Gehaltserhöhung, wir wollen auch was kriegen, musst du das natürlich auf alle aufteilen. Ja? Das heißt, diese 3% haben jetzt mit ihrem Streik 10 Euro auf alle Mitarbeiter erwirtschaftet. Also sprich, jeder Mitarbeiter kriegt 0,00037 Cent pro Stunde mehr. Analogien. Also ich würde dem Robin gerne einiges zu Analogien beibringen. Dazu kommen wir später sicherlich auch noch. Hier ist diese Analogie, also ein Vergleich. Analogie ist ein reiner Vergleich. Wenn man versucht, einen bestimmten Sachbestand zu vergleichen und dadurch zu erklären, die Mechanismen, die dahinter stehen, indem man einfach etwas anderes dafür heranzieht. Und hier leider haut das schon nicht hin, denn sein Firmenbeispiel ist schon in sich nicht konsequent. Erklärt mir mal bitte die Situation, dass diese 3% jetzt eine Gehaltserhöhung haben. Er sagt auch noch, der Chef gibt denen jetzt 10 Euro pro Stunde mehr, aber jetzt muss es auf 600 Mitarbeiter aufgeteilt werden. Und wie er dann schon sagt, dann sind es nur noch 0,00037% erhöht oder 37 Cent oder so. Das ist purer Blödsinn, sowas passiert nicht. Wenn man eine Gehaltserhöhung um 10 Euro bekommt, kriegt man eine Gehaltserhöhung um 10 Euro. Und dann sagt man nicht, ja gut, reingelegt, jetzt musst du das mit 40 anderen teilen oder mit 100 anderen oder sonst was. Das passt schon nicht. Das ist schon nicht real, das passiert schon nicht. Und sonst würden die 3% einfach weiter streiken, weil sie ja eigentlich faktisch keine Gehaltserhöhung bekommen haben. Also leider haut das schon nicht hin. Und das ist schon der erste Hinweis darauf, wie ihr, auch als Nicht-Trainer, als Nicht-Theoriekenner, so etwas entlarven könnt. Wenn man mitdenkt, merkt man direkt schon, was erzählt er mir hier? Was ist das für ein Beispiel? Das Beispiel selbst haut ja schon nicht hin. Aber gut, das heißt noch lange nicht, dass die Theorie dahinter mit dem, was er gleich erzählt, wie unser Körper funktioniert, natürlich nicht stimmt. Er hat einfach nur ein sehr schlechtes, blödes Beispiel gewählt. Stell dir vor, du bist der Chef. Warte, jetzt kommt hier der Kunstleistungskurs. Hast du mal die Tour nochmal zum Vorschein? Du bist der Chef deiner Firma. Deine Firma ist dein Körper. Diese Mitarbeiter, die du hast, sind 600 Muskeln. Ja? Dein Bizeps, die 3%. Wenn du jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst und du machst Bizeps-Training, ja, gibst deinem Chef Signal, Hirn, ey, gib mal Gehaltserhöhung. Und der kann ja schlecht den Bizeps rausschneiden, darum ist der Körper ein ziemlich gutmütiger Chef und gibt eine Gehaltserhöhung.
Ja, aber wir haben jetzt in den Muskeln jetzt keine Adrenalin-Wachstumshormonspritzen, die dann nur in den Bizeps spritzen und das wird auf den ganzen Körper verteilt. Das ist genau das gleiche wie hier. Also wenn du ein isoliertes Training machst, wo du zum Beispiel nur eine kleine Muskelgruppe trainierst, dann hast du nur diesen Auseinanderreißungseffekt und die tatsächlichen adaptiven Vorgänge von Hormonen sind relativ gering. Darum sollten wir beim Krafttraining eher so viele Muskeln wie möglich ansteuern, damit wir auch hier wieder den höheren Druck an den Chef generieren können. Und der sagt dann, okay, das ist das Hirn, jetzt gibt es mehr Wachstumshormone, Testosteron, Adrenalin, EGF, mTOR, Schilddrüsen, Wachstumshormone, bla 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 bla. Die kommen halt in den Körper und werden wieder auf alle Mitarbeiter verteilt. Tatsächlich würde dein Bizeps mehr wachsen, wenn du mehr Kniebeuge machst im Verhältnis zum nur Bizepscurls. Also wenn du einen Monat lang nur Kniebeuge machst und den einen Monat nur Bizepscurls, dann wächst dein Bizeps durch die Kniebeuge mehr als durch die Bizeps. Mal ganz hypothetisch betrachtet. Ganz hypothetisch. Und hier kommen wir schon zu purem Blödsinn. Und das könnt ihr selbst erahnen. Kein purer Blödsinn, der jetzt ein anderer Trainer sagt und eine andere Theorie vorstellt. Ich zeige euch jetzt einfach nur, worauf man quasi selbst achten, worauf ihr achten könnt. Das hier ist schon mal ein Beispiel. Ich meine, er sagt es wortwörtlich. Er sagt, wenn ihr einen Monat Kniebeuge trainiert, wächst euer Bizeps mehr, als wenn ihr einen Monat den Bizeps trainiert. Oder habe ich es komplett falsch verstanden? Wegen dieses Theoriebeispiels. Grundsätzlich, die Analogie war schon bescheuert. Jetzt kann es sein, dass mehr Hormone und mehr Wachstumsreize und sonst was ausgesendet werden. Aber was spricht schon allein in der Praxis dagegen, wo wir direkt sagen müssen, kennen wir so nicht. Ihr kennt das aus dem Breitensport. Es gibt ganz viele Sportarten, wo eine bestimmte Muskelgruppe sehr ausgeprägt wird. Oder bei bestimmten Berufen. Ein Bauarbeiter hat einen ausgeprägten Nacken und Bizeps, aber selten eine ausgeprägte Brust. Wie kommt das, wenn das gar nicht möglich ist? Denn wenn ich immer wieder normal viel Wachstumsreize und sende, dann müsste eigentlich alles wachsen gleichzeitig. Denn wie gesagt, hier wächst ja mein Bizeps sogar von Kniebeugen. Und was ist mit zum Beispiel Fahrradfahrern? Ganz extremes Beispiel. Fahrradfahrern, gerade die auf Sprint gehen, haben monströse Beine und eigentlich kaum einen Oberkörper, wenn sie nicht zusätzlich trainieren. Die haben keinen Trizeps, die müssten ja einen Monster-Trizeps haben. Haben sie aber nicht. Also wie kommt das, dass das so unterschiedlich ausgeprägt ist? Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr eine Muskelgruppe nicht trainiert, aber oft genug die Beine, dann wächst das mit? Glaubt ihr, so eine Schwarzeneggerbrust kommt zustande, indem man nur Kniebeugen macht? Das spricht gegen alles an Erfahrung, die ihr da draußen habt. Und zusätzlich auch noch gegen die Theorie. Denn man muss diesen lokalen Wachstumsreiz tatsächlich hervorbringen. Aber das ist das Schöne. Ich möchte mich in diesem Video gar nicht auf die Theorie konzentrieren, denn hier merkt man bereits schon, was es für ein Blödsinn ist. Das war eigentlich auch schon kurz zusammengefasst. Darum sollte man mal Ganzkörpertraining betreiben, weil der Muskel einfach viel effektiver arbeitet im Gesamtheit von dem ganzen Körper. Wir adaptieren immer im Komplexen und versuchen, uns möglich an eine Bewegung und einen komplexen Reiz besser anzupassen, anstatt nur einen kleinen Muskel, der da zerrissen ist, wieder zu regenerieren. Und jetzt geht er eben im Folgenden darauf hinaus, warum man grundsätzlich alle Muskeln trainieren sollte, heißt ein Ganzkörpertraining, weil dann eben mit seinem Beispiel diese große Reiz ausgesendet wird, quasi weil alle Mitarbeiter direkt meckern und eine Gehaltserhöhung haben wollen und dadurch wird dann mehr ausgeschwemmt. Auch hier, um bei deiner Analogie zu bleiben, es ist vollkommen unlogisch, wenn man mal Ganzkörper vergleicht und auch die Intensität dahinter mit dem Reiz vergleicht. Denn ja, es gibt intensiveren Reiz und weniger intensiven Reiz zu einem einzelnen Muskel. Das heißt, wir untergraben jetzt mal sein erstes Beispiel, das mit dem Chef und seinen Mitarbeitern. Denn wenn jetzt 60% der Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung von 1 Euro haben wollen oder 3% vielleicht eine Gehaltserhöhung von 100 Euro, wäre es schon wieder ausgeglichen. Und genauso ist es jetzt hier beim Körper. Wenn ich den Bizeps so stark reize, das kennt ihr selbst, ihr habt 3-4 Tage alleine wahrscheinlich schon Muskelkater oder spürt den, weil ich ihn richtig ausgepowert habe mit 10 Sätzen in einem einzelnen Training oder nur als Begleitung für eine andere Muskelgruppe, im Gegensatz zu vielleicht 2-3 Sätzen bei einem Ganzkörpertraining, dann ist alleine schon die Theorie des Ganzkörpertrainings, ihr könnt viel früher wieder anfangen. Ihr setzt einen kleineren Reiz und dadurch könnt ihr nach 2-3 Tagen schon wieder trainieren. Sonst werdet ihr gar nicht fähig, nach 2 Tagen wieder zu trainieren. Aber deswegen könnt ihr Ganzkörpertraining alle 2 Tage machen, weil ihr dann die ganzen kleinen Reize akkumuliert, weniger Regenerationsphase habt und dann könnt ihr direkt wieder loslegen. Das heißt, ja, vielleicht wächst dann davon was, aber was ist, wenn ihr jetzt alle 7 Tage einen Muskel trainiert, dafür aber richtig zerstört? Dann wächst er quasi, und das ist die Theorie, ebenfalls in dem gleichen Maße und ja, in der Praxis funktioniert es. Wie mit 3-4 vielleicht akkumulierten Ganzkörpertrainings. Zusätzlich gibt es ja noch eine ganze Menge andere Argumente gegen Ganzkörpertraining, aber dazu schaut mein Ganzkörpertrainings
Video, wo ich ein bisschen darüber spreche, was es noch für Nachteile geben könnte. Heißt, wenn wir den einzelnen Muskel trainieren, dann wird er einfach nach mehr Wachstum fragen als beim ganzen Körper der einzelne Muskel. Damit kommt er dann wirklich schlechter weg. Das alles berechnet er hier nicht, weder bei seiner Analogie und seinem Beispiel, was eben nicht hinhaut, noch eben bei dieser Körperfunktion. Das heißt, du versuchst im Idealfall hier 60 bis 100% aller Muskeln zu rekrutieren, indem du wirklich Ganzkörpertraining machst mit Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, Liegestütze. Also für jede Muskelkette, die du im Körper hast, versuchst du mindestens ein oder zwei Übungen zu machen. Insgesamt hast du eigentlich vier große Muskelketten. Du hast im Oberkörper eine Druck- und eine Zugkette und das gleiche für die Beine im Unterkörper, eine Druck- und eine Zugkette. Bei den Beinen ist es ein bisschen schwerer, das Ganze mit einer Zug- und einer Druckkette zu nennen, weil in den meisten Fällen bei der Streckung des Beines beides beteiligt ist, im Gegensatz zum Arm, weil die Gelenke einfach anders verlaufen. Das ist auch noch ein Faktor, fast jeder YouTuber erzählt euch, ihr müsst den Muskel spüren, ihr müsst unbedingt einen Pump haben. Das ist total egal, Biomechanik ist Biomechanik. Wenn du an der Brustpresse sitzt und du streckst den Arm nach vorne, ist es scheißegal, ob du den Brustmuskel spürst oder nicht, der wird trainiert. Ist auch total egal, ob du die Schulter oder den Trizeps dabei spürst. Das ist Biomechanik. Das sind die Muskeln, die diese Bewegung auslösen. Ja, das, wenn einer sagt, du musst den Brustmuskel unbedingt beim Bankdrücken spüren und selbst wenn du den nicht spürst, der wird optimal bewegt und benutzt. Das ist Biomechanik und so funktioniert dein Körper einfach. Das ist auch völlig falsch. Lasst euch so etwas nicht erzählen. Denn, was er so ein bisschen verwechselt, ja, man muss ihn nicht spüren, wenn man die Bewegung absolut korrekt ausführt. Aber um sie absolut korrekt auszuführen, muss man den Muskel spüren. Sonst habt ihr keine Chance, denn ihr könnt, das habt ihr sicherlich oft erlebt, Rudern machen und das sieht so aus, als wäre es die Bewegung. Oder ihr könnt Rudern machen. Das heißt, bei dem einen gehen wir noch mit den Schultern wirklich nach hinten. Das merkt ihr aber erst dann, wenn man jetzt fragt als Personal Trainer, und das merkt man, dass er vielleicht nur online trainiert hat, spürst du gerade das hier hinten? Ich fasse den dann dort an, in der Mitte, kann man online nicht. Und er sagt mir, oh nee, eigentlich spüre es nur hier. Obwohl die Bewegung so ziemlich gleich aussieht, holt er das von dem Bizeps. Klassisches Beispiel, beim Bankdrücken. Wieso sagen tausende von Leute, dass man die Brust rausbringen soll, die Schultern nach hinten, nach unten und dass die Aktivierung besser ist? Auch laut EMG-Tests. Wenn das nicht so wäre, das heißt, eigentlich heißt das hier, wenn ich den Muskel besser spüre, ich habe ihn besser angesteuert. Denn es gibt ganz viele Übungen, da steuert man ihn einfach schlechter an. Es gibt Bizepsübungen, da spüre ich den Bizeps schlechter als den anderen und da brennt er sofort ab. Es geht sogar immer mehr nach Muskelgefühl, denn wenn ihr den Muskel am Ende nicht fühlt, kann es auch sein, dass ihr einen anderen Muskel trainiert habt, dass es gar nicht so ankommt. Latissimuszug ist auch ein super Beispiel dafür. Spürt ihr es wirklich, habt ihr einen Pump oder nicht? Der Pump ist nämlich ein Indiz dafür, dass der Muskel aktiviert wurde. Deswegen sammelt sich Blut da drin. Aber wenn ihr keinen Pump habt, dann scheint ihr den nicht ganz getroffen zu haben. Und ja, manche Muskeln sind leichter zu treffen. Der Bizeps ist grundsätzlich leichter zu treffen, solange ihr das beugt. Aber ansonsten ist das hier eine sehr disqualifizierende Aussage, die er da trifft. Online-Trainer. Jetzt gehen wir nochmal von dem Video weg. Und jetzt kommt eine große Message an euch da draußen, mit der ihr all diese Videos und all diese, ja, ärgerlich bekloppten Videos euch anschauen könnt, wo euch jemand versucht, so etwas zu verkaufen, der eigentlich ja lieb und seriös wirkt und man denkt, ach, der wird es ja wohl wissen, wieso sollte er das sonst machen? Und zwar habe ich es schon einmal erklärt in einem Video. Die größte Studie aller Zeiten und ich werde es hier nochmal verdeutlichen zum Abschluss. Stellt euch einmal vor, dass es schon seit 40, 50 Jahren Profis gibt. Gerade heutzutage in den letzten 20 Jahren sind Profis im Bodybuilding aufgekommen. Das Ding ist, an Profis können wir uns deswegen orientieren, weil diese Menschen davon leben. Wenn die nicht ihren Körper auf Vordermann bringen, nicht richtig in der Diät sind und die Muskeln nicht richtig aufbauen, haben sie keinen Beruf, dann sind sie gefeuert. Dann sind sie arbeitslos und müssen sich was anderes suchen. Außerdem steckt da oft sehr viel Geld hinter. Umso besser sie ihren Körper aufbauen, sie können reich werden. Sie können die größte Gehaltserhöhung bekommen. Sie können berühmt werden. Sie können mit 35 ausgesorgt haben. Und natürlich ist auch der sportliche Ehrgeiz. Sie wollen die Medaille, sie wollen die Trophäe, sie wollen der Weltmeister sein. Und das heißt, da hängt jetzt eine ganze Menge von ab. Sogar so viel, dass diese Menschen bereit sind, ein großes gesundheitliches Risiko einzugehen mit den Medikamenten, die sie sich geben. Jetzt sind die Leute also bereit, das alles zu tun, dieses Risiko einzugehen. Gleichzeitig steckt so viel auf dem Spiel. Und dann machen sie nicht das Beste, was sie machen können? Wenn die einen Tipp bekommen würden, wie es besser funktioniert, würden die das doch alle machen.
Außerdem haben all diese Leute, Markus Rühl und Co., die seit 20 bis 30 Jahren trainieren, auch alles probiert. Die haben genauso angefangen wie ihr. Manche haben sogar wie Ronnie Coleman nur angefangen, um ihren Rücken ein bisschen zu trainieren und irgendwie das auszugleichen, weil sie vielleicht zu lang gesessen haben oder dergleichen. Die haben Ganzkörper trainiert. Die haben alles gemacht, was es da draußen gibt und noch ein bisschen mehr, weil sie noch was erfunden haben. Die haben Volume-Training gemacht, German Volume. Die haben Split-Trainings gemacht. Die haben jeden Split einmal durch. Die haben mal alle 10 Tage trainiert und einmal alle 2 Tage trainiert. Die haben Ganzkörpertraining gemacht, 2er-Splits, 3er-Splits, 4er-Splits, 5er-Splits. Die haben mal jeden Tag 3 Muskeln trainiert und mal, was weiß ich, die haben alles gemacht. Und wobei sind sie dann geblieben? Kennt ihr einen von den dicken Burschen, von den richtigen Brechern, der Ganzkörpertraining macht? Zeigt mir den doch mal. Da draußen, auch auf YouTube, die ganzen Leute, die richtige Brecher sind, sowas wie die Hardgainer Crew, Kevin Wolter oder auch die Profis, Markus Rühl und Co., die trainieren nicht Ganzkörper. Das tun sie einfach nicht. Obwohl sie es schon ausprobiert haben, evaluiert haben, gemerkt haben, es funktioniert nicht. Egal ob natural oder nicht natural, wenn sie ihr Limit sprengen wollen, tun sie es alle nicht. Und wer von euch jetzt immer noch glaubt, dass das ja alles nicht zählt, weil das ist ja nur die Praxis, aber was hier Würstchen sagt, das zählt, weil ne, er hat ja das Diplom, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Also, das ist so, als würde dir jemand in der Theorie sagen, ich habe bewiesen, dass diese Welt gar nicht existiert. Das haben übrigens schon ein paar Philosophen wie Descartes. Müsst ihr dann danach leben? Ist das realer? Wahrscheinlich nicht. Also, so lange bleibt das Theorie und wenn ihr dieser Theorie folgen wollt, macht es, probiert es einfach mal selbst aus. Auch ihr werdet zu einem Schluss kommen. Bei manchen funktioniert es immer wieder. Ich würde sagen, bei 5% wird es irgendwie gut funktionieren. Aber auch nicht, wenn sie in gewisse Gefilde kommen. Also wer einen Körper hat wie ich, bis hin zu Phil Heath oder Ronnie Coleman, der trainiert einfach nicht mehr Ganzkörper. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und vielleicht das wichtigste Argument zum Schluss. An dich, Robin, oder auch an all die Leute, die dem immer noch folgen wollen und noch nicht so ganz überzeugt sind, dann habe ich jetzt das schlagende Argument dafür, warum ich grundsätzlich recht habe, wenn wir uns in einer Diskussion befinden oder wenn es um Argumente oder Interpretation oder auch Analogien geht, wie die, die du aufgeführt hast. Und zwar aufgrund dieser Referenzen hier von mir. Ich habe das Ganze studiert, ich habe das Ganze gelernt, ich habe mich mit dem Ganzen befasst und ich habe das Ganze auch schon oft genug in der Praxis gemacht und kann deswegen sagen, ich kann argumentieren, diskutieren, Analogien entwerfen und habe so richtig viel Ahnung davon. Und deswegen bin ich in jeder Diskussion grundsätzlich überlegen und habe recht. Das hier war ein langes Video, aber ich hoffe, es war unterhaltsam für euch und ihr lernt daraus, selbstständiger zu sein. Ach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wünsche euch was. Euer Gotti. Sollte euch das gefallen haben und ihr trotzdem mehr von solchen Hater-Videos haben wollt, gebt mir einen Daumen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren und so. Ich bin raus. Macht's gut. Bis bald.